Hallo Welt, da sind wir wieder, hier mit einem klitzekleinen Special zur neuen Version der Version 1.0.3.10. Und zwar gibt es da einige Neuigkeiten im Atomic Shop. Zum einen sehen wir jetzt hier oben die Beschreibung: Und das Ödland ist gefährlich, sei stets vorbereitet. Und zum anderen, und das finde ich wirklich gut, die neuen Sachen werden hier mit so einem kleinen Icon direkt angezeigt, dass sie neu sind. Und natürlich bin ich dann neugierig, was gibt es denn alles Neues? Ich habe auch gelesen, dass die neuen Sachen, dass die dann immer oben eingereiht werden sollen jetzt, damit man sie schnell findet. Aber da die Patch Notes auf Englisch waren, mag ich mich da auch geirrt haben. Hier zum Beispiel die Mütze ist mittendrin. Aber die Tricentennial Kappe, warum ist denn die neu und kostet was? Ich habe doch die Tricentennial Edition. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach so, ja, nee, schon gut. Funktioniert noch, alles ist gut. Hier, den Maskottchenkopf, den haben wir noch im Besitz, okay. Ja, das hätte ich ganz gerne, die Lumpen des Wilden. Aber wir warten vielleicht noch etwas damit. Ja, das war's wohl bei der Kleidung. Das ist wohl bei der Kleidung neu. Und bei den Skins sehen wir jetzt nichts wirklich Neues, okay. Beim Camp, ja, die beiden Sachen, die haben wir schon gesehen. Bei den Highlights. Das Himmelbett finde ich gar nicht mal so schlecht. Na gut. Bei den Dekorationen gibt es hier auch noch welche. Eine Vault Boy Statue. Und fluoreszierende Karte. Okay. Willkommensschild. Aber das hier ist doch auch neu, oder? Die Logo Statue von Voltec. Schick. Gibt es denn auch neue Stile vielleicht? Also, ich sehe hier jetzt nichts. Nichts Neues. Und im Fotomodus, ja, da gibt es das taffe Mädel. Das ist neu. Sollen wir uns denn nicht mal was gönnen? Ja, ich glaube, das machen wir dann direkt in einer neuen Aufnahmesitzung. Denn ich muss zugeben, jetzt nach knapp 24 Stunden bin ich so ein bisschen raus. Das reicht für heute. Winter. Ja, ich wollte es aber trotzdem noch machen und eine Special-Aufnahme eben machen zum Atomic Shop. Oh, bei den Rahmen ist also nichts Neues hinzugekommen. Wie sieht's denn bei den Emotes aus? Da scheint auch nichts Neues zu sein, oder? Doch! Verlaufen? Ja, das ist ja auch witzig. Ach, 100 kostet das nur? Ja, das können wir ja vielleicht mal kaufen. Dann werden wir es aber jetzt in dieser Special-Folge nicht vorstellen, das werden wir dann im Let's Play wahrscheinlich sehen oder in der nächsten Special-Folge vielleicht. Ich glaube, bei der letzten Special-Folge, als wir uns hier im Atomic Shop umgeguckt haben, da haben wir auch schon versäumt, davon eine Aufnahme zu machen, wie das dann im Spiel nachher aussieht. Aber das gönne ich mir jetzt einfach mal. Für 100, das ist ja nicht so teuer. Emote verlaufen? Wenn eine Karte nicht ausreicht, schaltet eine Emote-Option frei. Freischalten für 100, okay. Juhu! Ja, das hätte ich auch noch ganz gerne. Aber wir lassen es jetzt einfach mal bleiben. Ja, hier haben wir schon ordentlich zugeschlagen.
Beziehungsweise da waren ja ganz viele am Anfang schon dabei. Also wenn wir die beiden hier noch kaufen, wenn ich das richtig sehe, dann haben wir alle Emotes, die es gibt. Ja, bis auf das hier, das brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Spieler gegen Spieler. Ja. Da war doch noch was mit 300. Ach so, hier Hunger. Oder kochen wir? Ja, ich denke, das kann man immer noch später mal machen. So, bei den Symbolen, bei denen ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wie man sie überhaupt benutzen kann. Dazu kam jetzt mit dem Patch 1.0.3.10 kam dazu eine Information, aber wir waren gerade beschäftigt. Wir haben irgendwas anderes gerade gemacht und da konnten wir die, also wir wurden, glaube ich, angegriffen oder sowas. Und da konnten wir die nur schnell wegklicken und nicht direkt lesen, was da so stand. Grüner Junge ist auf jeden Fall neu hier. Aber ich habe schon gesehen, dass viele, viele Nutzer jetzt also diese Emotes durchaus auch anwenden. Ja, hätten wir mal uns ruhig angreifen lassen sollen und hätten uns die Information mal durchlesen sollen. Ich habe da nichts gefunden, wie man die einstellen kann. Aber gut, vielleicht, und ich bin mir ziemlich sicher, wisst ihr mehr und mögt es dann in die Kommentare schreiben, wie man eben diese Emotes hier, diese Symbole hier anwenden kann. Lasst es mich bitte wissen. Ja, ich bin raus soweit. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.